Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und verrat mir doch mal, von wo du zuschaust. Ich bin heute neugierig. Ja, also heute habe ich wunderbare Hackfleischbällchen vor. Und dafür habe ich jetzt hier 500 Gramm Hackfleisch. Dann habe ich noch so ein paar Käsewürfel hier. Da habe ich jetzt gerade so ein Glas genommen. Aber du kannst doch ganz normal anderen Käse nehmen. Ja, und dann fange ich als erstes mal an, die Paprika und die Zwiebeln zu würfeln, den Schnittlauch klein zu schneiden. Ja, und das alles kommt zu dem Hackfleisch dazu. Dann wird das Ganze mit den Gewürzen noch versehen und ein Ei. Das Ganze arbeite ich dann gut durch und daraus forme ich jetzt kleine Hackfleischbällchen. Ja, nachdem die Hackfleischbällchen fertig geformt sind, nehme ich meinen Käse jetzt hier, den ich diesen Fall aus dem Glas mit den Oliven nehme, und packe jedes Mal so ein Stückchen Käsewürfelchen in das Hackfleischbällchen mit rein. Ja, und die Hackfleischbällchen zum Schluss werden jetzt mit Frühstücksspeck noch umwickelt, so dass es so richtig kleine, ja, Päckchen gibt. Und das Ganze ist jetzt schon fertig, dass es in die Heißluftfritteuse kann. Und die Heißluftfritteuse mit 200 Grad für 15 Minuten habe ich dieses das erste Mal in der Heißluftfritteuse gelassen. Das war im Prinzip die Halbzeit, kann ich sagen. Ich habe die dann einmal gewendet und habe die dann nochmal bei 200 Grad 15 Minuten in der Heißluftfritteuse drin gehabt. Denn sie waren richtig schön lecker, schön saftig und du siehst hier das tolle Ergebnis. Lass es dir schmecken und ich freue mich auf Rückmeldung von dir. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen guten Appetit. Sehen doch gut aus. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.